Aus Olvia, ja. Ach, die Dorfbewohner habe ich schon alle. Cool. Okay, Händler aus Olvia. Ich brauche noch einen Händler aus Olvia. Hier gibt es noch irgendwo einen Händler, mit dem ich noch nicht geredet habe. Und oh mein Gott, wo ist der? Wo könnte der sein? Normalerweise werden die immer mit so einem Fragezeichen markiert, aber es kann auch sein, dass ich noch nicht annähernd in seiner Reichweite war. Okay, da gucken wir uns erstmal ein bisschen durch. Hier ist nicht, hier ist nicht. Oder habe ich den schon mal gefunden und habe nur komplett ignoriert? Das wäre nämlich ein bisschen kacke. Der Einzelhändler. Das mit den Äxten. Das ist immer noch Olvia. Was war das? Okay, hier könnte doch was sein, ne? Sowas in der Art. Materialhändler Vito. Den hatten wir aber schon. Kurs ist. Wieso kriege ich denn vor allem den letzten nicht, Mann? Komm schon. Wir sind wieder in Olvia. Natürlich sind wir wieder in Olvia. Wo ist dieser Typ? Oder Typin? Wo ist die Typin hin? Oh, Pferdehändler. Das ist der vom Anfang. Der hat uns an den Boden genagelt. Gut zu wissen. Muss ich nochmal mit dem reden? Nee, den Kuh-Typen, den habt ihr schon mal. Weil der ist davon. Okay, wo ist der letzte? Da hinten, nein. Bin ich hier schon mal richtig hochgegangen? Ja, da war auch noch einer. Es könnte sein, dass hier irgendwo in einem Gebäude einer rumgeeiert ist. Ich aber nicht gesehen habe. Ich rempel hier alles an. Ach, Mann. Was ist eigentlich das hier? Lati, Ursprungswort. Ja, okay, den hatten wir. Was seid ihr für welche? Okay. Hardygänger. Nee. Was ist mit dem? Wenn ich jetzt eine aus Olvia wäre. Das bin ja. Irgendwas aus Olvia hatte ich ja schon alle. Was fehlt jetzt noch? Ne, das war das Falsche. Hier. Topografie, Charakter. Leute, Ost. Nope, das ist nicht West. Das ist Händler aus Olvia. Okay, Händler. Händler. Ich brauche noch einen blöden Händler. Es muss doch hier irgendwo einer rumeiern, hm? Kasterhof. Oh fuck, nee. Olvia ist ja nicht gleich Kasterhof. Aber man könnte es ja mal probieren. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo ein Fragezeichen. Nee. Komm schon, bleib nicht überall hängen. Na, hier querfällt ein. Nein. Wo sind denn die? Oh Leute, komm schon. Ich suche nur noch einen blöden Händler. Muss doch hier sich irgendwo verstecken, ne? Olvia, mein Gott. Olvia.
Das ist... Oh, oh, ich glaube ich... Wegfindung. Okay, da ist es wahrscheinlich. Yep. Das ist es. Dieses graue Symbol, das muss noch gefunden werden. Eins war ein Händler. Hatten wir schon? Genau. Irgendwas mit den Karren. Irgendwas hat es mit diesen Karren auf sich. Irgendwo hier ist noch einer, mit dem ich reden könnte. Vielleicht da drin. Vielleicht auch nicht da drin, aber das ist erstmal zu sehen. Oh, wie die Sonne hier einfällt, ist das schön. Noch ein Flötenjunge, was wollen die alle? Nee, das ist ein anderer. Der flötet aber nicht mit seiner Flöte. Der trötet eher. Wie mit einer Tröte. Trö, 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 trö. Komm schon. Das kann doch nicht sein. Händler, Händler, Händler. Okay, hier fehlt noch was. Oh, dieses Mining-Ding. Habe ich schon mal mit dem Miner, mit dem Miner geredet? Scheint so. Abenteurer. Nope. Nichts mit dir. Do you need a worker? You've come to the right place. Entlaufende Suchen. Muss ich die einsacken? Sollte mal jemand einsacken, die Hühner? Kann ich die irgendwie... Ne. Kann ich leider nicht mitnehmen. Ja, genau. Wir werden jetzt mal über die Dächer gehen. So, vielleicht finden wir ja was. Oh mein Gott. Sei dies Katze. Ach du Scheiße. Wie sieht es mit den Quests aus? So, Gebiet, Art, Quest im Gange, westliches Lager, sonst was gemacht. Sweet. Vielleicht hier oben. Oh Gott, kann ich hier eigentlich rüber? Ich hoffe mal hier rüber springen zu können. Oh, es geht. So, komische Katze. Nee? Will nicht. Also wenn man da so extrem krass rumlatschen kann, ist das schon ein gutes Spiel. Häuptling irgendwas, genau. Kann ich nochmal mit dir You're reden? A new face. Are you from abroad? Unerfahrener Abenteurer. Cool. Blablabla. Erwerbt einen Wohnsitz. Unterhaltet ihn aufrecht. Wenn euer Domizil zu best platziert werden sollte, gebe ich euch sofort Bescheid. You've come to the right place. Okay. So, jetzt müsste ich aber doch eigentlich alle haben, oder? Nee, es fehlt immer noch einer. Kann doch nicht sein, dass ich den nicht jetzt finde hier. Komm schon. Ja, ja, ja. Boom. Was war dieses Boom? Boom ist nicht gut. Na, wo ist es denn? Kampfzone. Ja, Hügelvorland von Olvia. Wieder eine sichere Zone. Die brauchen wir jetzt nicht. Wenn das jetzt das Hügelvorland von Olvia ist, dann kann es ja sein, dass die noch sich irgendwo ein Händler rumtreibt. Zum Beispiel an Kreuzungen. Ganz beliebt. Eben nicht an Kreuzungen. Moment. Na, okay, das Leuchten geht nur komplett raus. Das hat damit jetzt nichts zu tun. Gibt es denn hier noch irgendwo ein Fragezeichen, was ich noch nirgends gesehen hatte? Ah, egal. Guck mal einfach mal weiter. Wow, Steigerung der Ausdauer. Maximale Ausdauer 1095. What? Durch mein Gelatsche oder was? Ja, ist das geil.
Das ist schön, wenn es das Spiel das verbessert, dass man benutzt, anstatt das, was man levelt. Thermian-Klippe, nein. Das hat nichts mit Olvia zu tun. Da kam schon. Zu dieser Zeit könnte ich eigentlich noch ein paar. Ich krieg ja selbst einen kleinen Zuschauer. Wenn auch so. Was haben wir hier? Flüssigkeit sammeln und so weiter. Nee. Das ist eigentlich vom Namen her wieder was anderes. Oh fuck. Na, geil, ich kann nicht, ja? Ja, immer noch Olvia. Immer noch kein Händler. Der hier ist eine Ware, kein Händler. Shuriken, nope. Oh, zum Geier. Ist denn jetzt mal noch ein Händler? Das ist ja mal richtig vernarrt. Ich such die ganze Zeit und finde hier keinen Händler. Bis auf diese Priesterin vom Kasterhof. Moment, es könnte aber sein. Nope, sind es nicht. Mit Kasse habe ich gesprochen, mit der Priesterin auch. Hier vorne bei der Kreuzung, wie sieht es denn da aus? Auch nichts. Kampfzone Wolfshügel, brauchen wir auch nicht. Mann, das kann doch nicht sein! Ich lasse die ganze Zeit im Kreis nur für die letzte Person und fick, ich muss verrecken. Oder muss ich wirklich mit jedem einzelnen Unterschied? Ja, es wird. Es wird jetzt damit nicht zusammenhängen. Oder hier gibt's was Verstecktes. Wieder mit dem Reden. Leave Olvia to the vigilantes. Er lernt auch zählen, meine Erzählung. Okay. We all have a strong attachment to this town. Einfach so alle. Cool. So, wie toll. Tama, Baby, Hammer, Nadja, Hammer, Lolli, Juliet, Marco. Alles in der Welt gibt's die West. Jetzt einfach mal weiter nach oben. Vielleicht gibt es ja irgendeinen in den Hügeln. Kampfzone. Hügeln von Olvia. Naja, nicht wirklich das, was ich jetzt brauchte. Sicheres Gebiet. Was zum Reden. Immer noch die Hügel. Brauchen wir nicht. Fuck. Oh mein Gott. Hoffentlich gibt es hier keinen Fallschaden.
Gott, das nervt. Okay, da könnte es sein, dass irgendwann nochmal ein Händler hier vorbeischneit. Oder ich an der falschen Stelle von diesem Hof suche. Das kann auch sein. Suche mich hier dumm und tuselig. Oh, da ist was, da ist was, da ist was. Ah, ne, das ist bloß diese Daily Crew Quest. Die gerade wieder ready geworden ist. Na, geil. Wurde bereits akzeptiert. Okay. Dann melken wir mal wieder die Milchkuh. Bam, 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 bam. Success! Herstellung von Milch erfolgreich. Minispiel verwendet linke Maustaste, schließt das Minispiel erfolgreich ab, kostet es 5 Energie, schlägt es fehl, kostet es 2. Ach, deshalb hatte ich so viel Energieverbrauch. Oh, fuck. Na toll, jetzt habe ich Energieverbrauch. Verschissen. Oh, Menno. Was denn hier alles Mögliche irgendwie Energieverbrauch? Bei so einem Browser-Game. Gibt's ihn hier vielleicht noch? Fragezeichen. Wenn jemand so blöd zum Suchen ist. Sie sind immer so hell angegraut. Bestes. Was ist das denn für einer? Ach, das ist Wietholzhof. Okay. Wo ist überhaupt dieser Kasto? Jakob, nein, brauchen wir nicht. Entweder hier drin oder in diesem Haus. Da. 4, 5. Hier sind sehr viele. Markum, Corin und Bofin. Habe ich denn mit diesen dreien schon mal gesprochen? Gleich mal dahin. So. Und dann machen wir weiter die Quest hier. Das gibt's ja nicht. Irgendwann werde ich die schon mal finden, aber. Also normaler Dorfbewohner. Ach, irgendwann werde ich die finden. Aber das Wann ist jetzt nur. Sind da, Dante und so weiter. Es könnte sein, dass die so nah aneinander waren, dass ich die total ignoriert habe. Markum, Bofin und Corin. Nope, die hatten wir alle drei. Na gut, dann halt weiter mit der Quest. Sind noch welche? Westliche Gebiet, alle. Gut. Oh Gott, der Pfeil ist so klein. Da muss ich einen richtig, richtig krassen Weg jetzt hinter mich bringen. Ach du Scheiße. Na gut. Bevor wir das jetzt erstmal machen, bleiben wir hier erstmal noch stehen. Oh, strecken wir uns. Und es geht weiter im Text.
So. Ach, nee. Machen wir mal weiter, ne? Was haben wir denn für tolle Skills? Wir haben den hier. Rück und E. MP des Ziels minus 20% abzugeben. Das MP des Ziels Schaden. Das ist cool. Kostet auch nichts. Nice Ding. Wie oft kann ich das machen? Alle 15 Sekunden. Geht. Das macht auch irgendwas. So. Also, jetzt haben wir wieder ein paar Punkte gekriegt. Aber ich laufe jetzt trotzdem erstmal ein bisschen weiter. Olivia Hügel. Kampfmodus aktivieren, ja am Arsch. So, jetzt ist der Kampfmodus kommt hier. Neues Talent erlernen. Wie denn das jetzt? Scheiße. Ein Kampftalent. Habe ich den Punkt einfach so gekriegt oder wie kriegt den? Ja, get the reset. Kampftalentpunkt erhalten. Mhm, cool. Und dann chatten sie halt nur noch über den Chat hier rein. Das ist toll, aber ich hätte da schon. Und zwar. Nachricht. Nein. Bestätigen. Sehr schön. So, das ist jetzt die 1. Kann man es denn nicht noch irgendwie den Namen geben? Da brennt das Fenster. Man kann ihm leider keinen Namen geben. Ein bisschen schade. How can you create a Healer? Leute. Da steht hier System. Und dann kommt hier irgendeiner und schreibt hier einen Shit rein. Das gibt's doch nicht. Was ist denn bitte ein System? Nicht zu verstehen. So, Erfahrung plus. Moment, es gibt ja noch irgendwas mit den Monstern hier. Das ist Ökologie, Ökologie, Bestien. Wölfe, Füchse. Keine Ahnung, was das bringt hier. Nach 4 Zyklen wird Stufe des Restes des Gesprächs für 1 Zyklen und 1 Zyklen. Aha. Okay, und wie kriege ich das jetzt besser? Fuck, das wollte ich jetzt nicht. Und das andere Teil ist auch weg. Sweet. Egal, Kampfzone haben wir. Wow, ein Lag. Ein Lag. Latschen wir sonst wo lang hier. Der Dolch wird weggesteckt und der Stab verschwindet. Anstatt dass beides mal verschwindet oder so. Kommen hier. Ja, ich könnte eigentlich deinen Frau. So, wieso kann ich den Fuchs nicht aufnehmen? Fuchs. Sammeln. Kann ich. Schade. Oh. Es ist einfach. Ajo. Dies und dies. Man lootet hier so viel. Alle paar Sekunden gibt es das Ding. Das kann man auch verkaufen. Beziehungsweise ganz gut ist es dann, wenn die Gegenstände, die hier gelootet werden, richtig hochpreislich sind. Und latschen wir den immer noch. Den Wolfshügel. Das ist der Wolfshügel. Okay. Da ist auch was. Ach, das waren die Sammler von irgendwann. Denen ich irgendwann mal was abgeben konnte oder so. Das heißt, hier hinten wird auch noch ein anderer Sammler sein und der könnte mit dem ganzen Gebiet noch zusammenhängen. Was ist das denn? Oh oh, nicht gut. Er ist also ein Killer unterwegs.
So, eine rote Markierung ist nicht gut. Ich gehe zumindest nicht davon aus, dass es positive Folgen hat. Ich habe irgendein anderes Wissensmenü oder so, damit ich weiß, wie. Das sieht ja halt irgendwas Besonderes bei denen. So, müssen wir jetzt mal dahin. Oh, warte mal. Das Feuerzeug brauchen wir nicht. Danke. Das war alles hier. Oh Gott, hat mich den paar Sekunden besiegt und wir sind schon wieder da. Das wird bestimmt noch nach unten genommen. Weil du kannst einfach stehen bleiben, alles umklopfen und alles gut. Oh mein Gott. Ich bin gar nicht gefallen. Cool. Wie wird das automatisch laufen ist. Okay, automatisch laufen läuft nur nach vorn automatisch. Das ist. Ich kann sogar springen während des automatischen Laufens. Außer ich gehe in ein Kampfgebiet, dann ist Ruhe. So. Da hinten ist ein Wagen. Fährt aber ziemlich langsam. Okay, wir gehen nach. Komm schon. Und? Oh, schade. Okay, das hat also nur Einfluss auf Spieler. Wegen oder so. Weil die, oh, die hacken hier einfach nur durch. Da ist einer. Ein Postenverwalter. Bobbele. Nice. Bobbele. Ja, yeah. Was hat er denn? Postenverwalter. Das ist, keine Ahnung, was ist. Oh. Gildennamen, bla bla bla, Bobbele. Jetzt sollte ich doch eigentlich alles haben. Bobbele. Postenwart Olvia. Nein, es ist kein Händler, es ist ein Postenwart. Ja, danke schön. Nope. Es ist nicht die Person, die ich hätte gebraucht. Was ist denn das hier? Hm. Wohin laufen wir denn, wenn wir hier. Oh, genau. Dann können wir auch gleich mal dahin gehen. Das sieht auch ganz cool aus. Bisschen erkunden. Das macht immer am meisten Spaß. Wir sind hier nicht, um irgendwelche Quests zu machen. Wir sind hier, um ein bisschen rumzulaufen. Mal gucken, wo es uns dahin schlägt. So, was wollen wir denn jetzt? Crit. Nochmal ein Crit. Back Attack. So, was könnte ich denn mal für Fähigkeit machen? Ich kann Reaktion. Ich kann Feuerball. Auch noch Feuerball. Aber Heilaura ist eh, okay. MP des Ziels, was steht hier? Regeneriert LP und MP bei sich selbst und Freunden und 12%. Dann machen wir jetzt nochmal ein E. Ah, das geht instant. Cool. So, wie funktioniert das jetzt? Rück und E. So, Rück und E. Oder muss ich da ganz nah ran? Da, oder geht es nur bei steht die Mana des Gegners um? Bla 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 bla. Schnell Auswahl. Egal, mal gucken, was wir hier. Wow. So, ein von Ausbilder Bund empfohlenes Lehrbuch, das Kombo zu den Sucher der Erleuchtung. Könnte sich im Tannenfenster in großer Vision. Videos anschauen, ja, ist klar. Machen wir auch irgendwann mal. Option ausschalten, Neuanfang.
Das ist der links, 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 links und F irgendwann. Egal, das Ding kann schon mal weg. Ja, wollt ihr die Videos... Ah, nee, ich will sie halt nur weg haben.